Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Mary und im heutigen Video werdet ihr meine Monatsfavoriten aus dem Monat April sehen, meine Lieben. Wenn ihr Bock habt auf diese Monatsfavoriten, dann bleibt sehr gerne dabei. Und falls ihr noch nicht getan haben solltet, abonniert mich gerne hier unten, das ist für euch kostenlos und ihr tut mich damit ganz lieb unterstützen. Ja, meine Lieben, als allererstes möchte ich euch allen einen wunderschönen Muttertag wünschen. Ich hoffe, dass ihr im Kreis mit euren Lieben verbringen könnt, mit euren Mamis zusammen oder mit euren Kindern, je nachdem, ob ihr schon Mami seid. Ja, möchte heute, weil wir schon den Mai angebrochen haben, meine Monatsfavoriten zeigen. Die Sachen, die ich gerne im April benutzt habe. Ich weiß, dass euch das auch mal gefällt und mir auch ihr dann Produkte nennt, die eure Favoriten waren. Ich zeige euch heute querbeet von Pflegeprodukten bis hin zu Dekorativkosmetik, was meine liebsten Produkte letzten Monat waren und starte da auch mit der Kategorie Pflegeprodukte. Das erste Produkt, was ich hier stehen habe, ist ein Produkt für die Lippen, meine Lieben. Und zwar habe ich da einen tollen Bello, den ich im Moment sehr gerne für die Nacht benutze. Den hat mich ganz von meiner lieben Freundin geschenkt bekommen. Und zwar ist es der Labello Overnight Care. Ich muss dazu sagen, dass ich die normalen Labellos gar nicht mehr so gerne mag. Aber den finde ich sehr, sehr gut. Der riecht richtig toll nach Lavendel. Er ist lila und hinterlässt auf den Lippen so ein richtig schönes, sättigendes, pflegendes Gefühl. Der Duft mit dem Lavendel ist wirklich sehr, sehr angenehm. Ich trage den immer vom Schlafengehen auf. Und auf jeden Fall ein großer Favorit aus dem letzten Monat. Und ich benutze ihn im Moment wirklich täglich vom Schlafen gehen. Auf jeden Fall eine große Empfehlung für euch. Dann hatte ich euch in einem Haul gezeigt, dass ich meine neue Handcreme mitgenommen habe und ich muss ganz ehrlich sagen, die ist richtig toll. Und zwar die Silky Butterfly Handcreme von Trackle Moon. Da müsst ihr auf jeden Fall mal schauen. Die hatte ich im DM gekauft. Die müsstet ihr aber wahrscheinlich auch im Rossmann bekommen. Das ist die mit den Schmetterlingen, denn die duftet ganz zart nach Tiareblüte und Pfirsich mit Urea und Shea Butter. Und ich muss sagen, was ich bei der richtig toll finde, ist, dass die ganz schnell einzieht. Nicht nur der Duft ist toll, sondern ich mag das nicht, wenn Handcremes so schmierig auf den Händen werden. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, weil gerade wenn die ein bisschen pflegender sind, habe ich das Gefühl, dass die so einen Film hinterlassen und bei der ist das überhaupt nicht. Ihr seht, die ist jetzt schon eingezogen und ich finde die einfach toll vom Pflegegefühl. Der Duft ist ganz, ganz zart. Also auch für Mädels, die nicht so starke Parfümstoffe mögen, ist die, glaube ich, ganz gut, weil die riecht wirklich ganz, ganz dezent. Richtig so frühlingshaft, finde ich, riecht die und die hat auf jeden Fall auch einen sehr schönen Pflegeeffekt, meine Lieben. Dann würde ich euch gerne was im Bereich der Gesichtspflege oder besser gesagt der Augenpflege zeigen. Aktuell benutze ich total gerne die Produkte von Salted Beauty. Da habe ich euch in den letzten Videos schon was zu gesagt. Wenn ihr bei denen schauen möchtet, der Link ist immer noch für euch aktiviert. Der ist unten in meiner Infobox. Ihr könnt aktuell immer noch bei den 40% sparen mit meinem Code. Wie gesagt, wenn ihr da bei denen schauen möchtet, geht einfach in meine Infobox. Da sind die für euch verlinkt. Ich bin momentan mega zufrieden mit denen. Und was ich echt ein sehr, sehr positives Gefühl mit habe, ist, dass ich das Gefühl habe, meine Unterlagerungen werden ein bisschen besser. Aber das kann natürlich gerade auch eine Momentaufnahme sein. Ich benutze jetzt die Produkte knapp anderthalb Monate, fast zwei Monate und ich bin echt sehr zufrieden. Deswegen benutze ich gerade aktuell nichts großartig anderes. Natürlich ab und zu mal eine Maske. Aber was ich euch ja wirklich auch gerne mal zeigen wollte, war ein Produkt, was in der Fairy Tale Box mit drin war. Und die Fairy Tale Box, Fairy Box habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Das ist eine Naturkosmetikbox und auch die Mai Box werdet ihr in den nächsten Tagen hier auf meinem Kanal sehen, das Unboxing. Preislich mega, wirklich. Die ist wirklich ziemlich vom Preis her, finde ich, definitiv gerechtfertigt, denn ihr habt nur Originalprodukte in dieser Box und es sind alles Naturkosmetikprodukte. Es sind auch ein paar Lifestyle-Produkte immer mit dabei, aber ihr habt immer was im Bereich Gesichtspflege mit dabei oder Lippenpflege dabei oder aber auch, ich komme gleich noch zum anderen Produkt, auch was im Bereich Dekorativkosmetik und da war diese Karottencreme drin, Handmaid's The Carrot Eye Cream. Das ist eine Karotten-Augencreme, die aber nicht orange ist. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, sondern die ist so ein bisschen milchig, wie ihr seht. Die ist relativ flüssig, würde ich nicht sagen, aber sie ist halt nicht so fest wie andere Augencreme, was ich mega gut finde, denn ich habe manchmal das Gefühl, dass sich das sonst so, dass es nicht richtig einzieht. Die mag ich sehr, sehr gerne morgens benutzen, die Augencreme, The Carrot Eye Cream, weil die halt sehr schnell einzieht und ich danach zum Beispiel den Concealer mühelos auftragen kann. Riecht ganz, ganz dezent, so ein bisschen nach Karotte, ist halt ein Naturkosmetikprodukt, sind 15 ml drin, mag ich mega gerne im Moment und auf jeden Fall ein großes Favoritenprodukt.
Produkt im Bereich der Gesichtspflege. Dann habe ich, bevor ich gleich mit Gesichtspflege allgemein weitermache, Sonnenschutz euch zeige, noch eine große Empfehlung im Bereich Fußpflege. Gerade jetzt, wo es wärmer wird, ich habe immer das Problem, dass ich sehr trockene Fußhaut habe. Das ist bei mir so, ich bin auch sehr empfindlich, habe so eine leichte, ja nicht Neurodermitis, sondern Dermatitis. Ich muss mit Schuhen auch immer so ein bisschen gucken. Und gerade wenn es wärmer wird, habe ich echt immer das Gefühl, dass meine Haut extrem trocken ist. Ich benutze natürlich regelmäßig Fußmasken, aber im Alltag benutze ich diese Creme super gerne mit meinem Sohn zusammen. Der hat nämlich das gleiche Problem wie ich. Das ist von Sebamed die Fußcreme, in dem Fall mit Urea Akut, 10% sind mit drin. Gibt es parfümfrei und ich habe jetzt die parfümfreie Variante. Davor hatte ich die parfümhaltige Variante, die fand ich auch gut. Für mich, habe so viele Fußcremes ausprobiert, die beste. Die ist nicht sehr günstig. Ich glaube, ihr seid bei knapp 7 Euro oder 6 Euro. Manchmal ist die im Angebot beim Rossmann, bekommt ihr auch in der Apotheke. Zählt als medizinische Hautpflege, weil sie halt von, ich glaube mal, von Sebamed oder vielleicht wegen dem Urea, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ein Produkt, was ich schon mega lange benutze und ja, wirklich, da kommt für mich nichts anderes dran. Ich habe auch eine von Balea, die ich ab und zu mal benutze, aber wenn es richtig extrem ist, ist das die einzige, die bei mir hilft. Deswegen wollte ich euch das gerade jetzt, wo es in Richtung Sommer geht, gerne auch in diesem Video zeigen. Und wo wir beim Thema Sommer sind, kommt es jetzt, zeige ich euch jetzt meine zwei liebsten Produkte im Moment aus der Drogerie im Bereich der des Sonnenschutzes, weil ich weiß, für ganz viele Mädels da draußen ist das ein Riesenthema. Für mich natürlich auch, gerade weil ich auf die natürliche Sonne schon, ich muss echt so sagen, reagiere, obwohl ich vom Hauttyp her, ihr seht das ja, nur wenn ich Mist in der Sonne bin, ich werde super schnell braun. Das ist einfach von meiner Natur aus so gegeben, von meinem Papa vor allen Dingen. Und ich muss trotzdem immer sehr stark aufpassen, dass ich vor allen Dingen im Gesicht und Dekolleté was benutze mit einem hohen Lichtschutzfaktor. Da kann ich euch jetzt etwas Günstiges und etwas nicht ganz so Günstiges empfehlen. Dieses Produkt habe ich mich letztes Jahr schon gekauft gehabt. Ich hatte es eigentlich für den Urlaub für meinen Sohn gekauft. Und die habe ich jetzt letztens, weil ich diese Creme nämlich oben in meinem hier Schminkzimmer hatte, habe ich dann gedacht, komm, wo ich draußen war, benutze ich die mal. Die finde ich richtig gut. Von Sandozon Med Sonnengel, 50 Lichtschutzfaktor für allergische Haut, Mallorca Akne Sonnenallergie, ohne Duftstoffe, wasserfest, mit dem ganzen Klimbim, ohne Mikroplastik, finde ich richtig gut. Sie weißelt ein ganz wenig, aber nicht ganz so extrem wie andere. Ich kann das nämlich gar nicht haben, wenn es so extrem weißelt. Zieht wirklich sehr gut ein, hinterlässt natürlich so einen ganz leichten Film, was für mich als Mischhäutchen aber noch voll in Ordnung ist. Auf jeden Fall eine große Empfehlung für euch, von mir für euch. Aus der Drogerie kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr auf der Suche seid nach einem Sonnenschutz, gerade wenn es jetzt in Urlaub geht für euch oder so, kann ich euch das sehr, sehr empfehlen. Wenn ihr was möchtet, was ihr speziell fürs Gesicht benutzen könnt, dann würde ich euch diese empfehlen. Die habe ich ja euch im letzten DM-Haul gezeigt. Die mag ich mir total gerne im Moment. Also im Alltag, bevor ich mein Make-up auftrage, benutze ich dieses von Garnier André Soleil. Sensitive Advanced Expert Visage, auf jeden Fall UV Protect, Gelcreme, 50 plus, auf jeden Fall hoher Lichtschutzfaktor. Ich hatte davor dieses, was so ein bisschen wie so ein Fläschchen aussah, das fand ich auch super, hatte ich auch letztes Jahr viel benutzt, wollte jetzt gerne mal das ausprobieren, mag ich mega gerne. Ist auch, wenn da Gel steht, trotzdem kein Gel, es ist schon eine Creme, ne? Also das ist, müsst ihr schon so auf jeden Fall mit bedenken, aber zieht ganz schnell ein und weißelt jetzt auch nicht extrem, also das ist wirklich völlig in Ordnung und das kann man auch gut schichten, auf jeden Fall fürs kleine Portemonnaie eine große Empfehlung. Das von Garnier kostet 9,95, ich glaube das von Sanozon Med auch so, auch nicht ganz günstig, 5,95 oder so, aber ihr müsst mal schauen, die haben ja ab und zu auch Produkte im Angebot bei Rossmann. Dann würde ich gerne weitermachen mit dem Bereich Düfte und da habe ich, ihr wisst, ich bin ein Duftmädchen und ich habe so viele Parfüms letzten Monat aufgebraucht, es wird definitiv auch bald ein großes Aufgebrauch kommen. Ich habe nämlich letzten Monat keins abgedreht, mit auch einem kleinen Penning Sister Update und ich habe super viel aufgebraucht und ich möchte jetzt einfach so die kleinen Flaschen aufbrauchen, die noch vom letzten Jahr sind. Ich möchte nicht mehr so viel horten, damit ich mir auch wieder neue Düfte kaufen kann. Ich zeige euch jetzt erstmal als allererstes zwei günstige Düfte. Einmal ein Produkt von Sol de Janeiro. Ich liebe die Bum Bum Cream. Ich liebe das Body Spray dazu. Und ich hatte mir letztes Jahr das hier von Sol de Janeiro in Kooperation mit der Anita, also wird es auf jeden Fall ausgesprochen, Passion Fruit Nectar im Pink Patchouli gekauft. Ich liebe das. Es riecht so toll. Und es hält relativ lange. Also dafür, dass es ein Bodyspray ist, muss ich wirklich sagen, ist der
die Haltbarkeit trotzdem sehr gut. Hatte ich damals beim Douglas gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr es aktuell noch bekommt, wenn ihr es bekommen könnt. Ich kann es euch sehr empfehlen. Riecht toll, ist richtig, kann das schwer beschreiben, aber definitiv süß und fruchtig. Also wirklich perfekt für den Sommer jetzt und auch für die Warmtage finde ich das super angenehm. Dann kommen wir jetzt zu einem Parfüm, was ihr beim Rossmann, allgemein bei allen Drogerien bekommt. Und das hatte ich mal geschenkt bekommen. Ich habe es echt total in der Ecke vergessen. Shame on me, weil es riecht einfach so toll. Das ist von Betty Barclay, Pure Pastel Rose. Und ich muss sagen, ich war früher ein Riesenfan von den Betty Barclay Düften. Habe die dann aber irgendwann gar nicht mehr benutzt und war dann sehr viel im normalen High-End-Bereich unterwegs. Also High-End heißt halt diese ganzen Douglas-Parfums, was ich immer noch gerne mag. Aber ich finde, dass es für den Alltag mega ist. Gerade wenn ihr wirklich so, keine Ahnung, im Einzelhandel arbeitet, im Büro arbeitet, wo ihr ein Parfüm haben möchtet, was nicht so aufdringlich ist, kann ich euch das sehr empfehlen. Haltbarkeit ist auch nicht schlecht, muss ich wirklich so sagen. Der Duft ist aus einer Eau de Toilette, ist ein 20 ml. Das ist auch, finde ich, vom Preis auf jeden Fall sehr okay. So wie der Name es schon verspricht, es riecht so ein bisschen nach Rose, aber nur ganz leicht. Es riecht so ein bisschen wie ja, frische Wäsche, frisch geduscht. Ist so der perfekte Frühlingsduft, finde ich. Ich kann das schwer beschreiben. Auf jeden Fall ein sehr blumiger Duft. Wenn ihr auf frische, blumige Düfte steht, kann ich euch das sehr empfehlen. Mag ich im Moment total gerne benutzen. Und das ist auch so ein Duft, den ich an mir rieche. Ich habe das ganz häufig so, dass ich Düfte irgendwie nicht an mir rieche, aber den Duft, den rieche ich die ganze Zeit. Und ja, mag ich momentan sehr, sehr gerne. Genau wie dieses Parfüm, was natürlich ein bisschen preislich höher liegt, das ist halt einfach so, von Versace Bright Crystal ist das. Das ist ein 30 ml gewesen. Ich benutze das auch sehr sparsam, wie ihr seht. Davon benutze ich echt nur so 2-3 Spritzer. Das ist auch ein Parfüm, was relativ blumig riecht, frisch riecht. Ich bin da wirklich so saisonal unterwegs. Ich weiß, viele Mädels benutzen, glaube ich, Parfum durchgängig das ganze Jahr. Ich habe eine Bekannte, die benutzt das ganze Jahr über Hypnotic Poison. Da würde ich durchdrehen, weil ganz süße Düfte, das wisst ihr von mir, die liebe ich zwar, ist aber für mich nichts für den Frühling, für den Sommer. Da mag ich es gerne wirklich so ein bisschen frischer, ein bisschen blumiger und da kann ich euch das auch sehr empfehlen. Ist ein ganz, ganz toller Duft. Ist auch nur ein Eau de Toilette, aber es hält trotzdem, finde ich, relativ lange an. Das war auch einfach mal spontan. Es war ein Spontankauf. Das Parfüm kannte ich gar nicht, aber habe alles richtig damit gemacht. Auch ein toller Duft für den Frühling, für den Sommer auf jeden Fall. Ist absolut nicht aufdringlich und schön frisch auf jeden Fall. Apropos Düfte, ich habe noch ein Produkt aus der Drogerie für euch, was ich euch empfehlen kann, was vom Dufterlebnis sehr cool ist. Und zwar von Balea das neue Deo Body Spray Set Your Mind Free ohne Aluminium. Ist jetzt kein Deo, was euch einen richtigen Transpirationsschutz gibt. Das muss ich direkt dazu sagen. Wenn ihr stark schwitzt, wird es euch nicht schützen. Das ist so meine Erfahrung zumindest. Aber es riecht toll. Also wenn ihr auf der Suche seid nach einem günstigen, gut riechenden Deodorant, kann ich euch das sehr empfehlen. Das ist jetzt fast aufgebraucht. Ich möchte mir auf jeden Fall noch mal ein, zwei Flaschen davon kaufen. Ich mag den Duft sehr gerne. Riecht relativ frisch auch mit so einem leichten, pudrigen Touch drin. Ist eine Limited Edition. Ja, steht auch drauf, mit himmlischem Duft nach Leichtigkeit. Das beschreibt es wirklich. Und auf jeden Fall ein toller Duft auch. Und ja, was die Düfte angeht, haben wir dann das dann abgeglichen. Ihr wisst das ja, ich bin einfach ein Parfümmädchen und ja, ich liebe einfach schöne Düfte. Deshalb, wenn jemand, ein Kooperationspartner, dieses Video sehen sollte, ihr dürft mich gerne anschreiben, wenn ihr mich mit Parfüm eindecken möchtet. Also da wäre ich auf jeden Fall dabei. Dann habe ich noch ein Produkt hier im Bereich Haare und noch ein Produkt im Bereich Nägel stehen. Im Bereich Haare, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich total, ja nicht eingefahren, aber nicht so bereit, was Neues zu ausprobieren, weil ich fahre mit meiner Pflege eigentlich ganz gut. Meine Haare vertragen es auch nicht, wenn ich so viel switche. Ich bin da, was mein Shampoo angeht, habe ich euch schon aufgezeigt, Conditioner und den gleichen Kram. Da fahre ich momentan sehr gut. Was ich allerdings jetzt wieder ein bisschen öfter benutze, ist bei den Masken was anderes. Und da habe ich wieder zu meinem alten Schätzchen, was ich eine Zeit lang total gerne benutzt habe, zurückgefunden. Und zwar von Garnier Wahre Schätze, reichhaltige Tiefenmaske mit Argan und Mandelcreme. Ist einfach ein Dufterlebnis. Diese Maske riecht einfach göttlich. Es ist einfach so. Es ist ein sehr süßer Duft, so ein leicht nussiger Duft. Ich liebe den Duft. Ich habe die auch wieder gut benutzt. Ich benutze davon auch nicht zu viel. Ich tue das immer nur so bis zur Hälfte der Haare einmassieren. Höher gehe ich gar nicht und ja, mag ich total gerne. Hat einen schönen Pflegeeffekt und ist auf jeden Fall ein aktueller Favorit aus dem Bereich der Haarpflege. Und bevor wir jetzt mit Dekorativkosmetik weitermachen, zeige ich euch eben noch ein Produkt aus dem Bereich Nägel.
Ja, im Bereich Nägel. Ihr wisst das, ich habe ja, ja Gelnägel, die meine liebe Nadine mir immer macht. Und ja, ich liebe dieses, was ich gerade drauf habe. Das ist so ein bisschen wie Chromnägel. So ein Make-up-Ton mit so einem Schimmerpuder drauf. Ich liebe das. Ich weiß auch noch nicht genau, was wir beim nächsten Mal machen. Die sind ja auf jeden Fall bald wieder dran. Ne? Was ich allerdings sehr gerne benutze, ist natürlich Nagellack für die Fußnägel. Die Fußnägel lasse ich mir nicht machen, das mache ich selber. Da brauche ich niemanden für. Ja, da benutze ich immer sehr gerne ja schon knallige Farben, muss ich dazu sagen. Ich bin da jetzt nicht so der French-Typ oder Rosé ist auch nicht so meins, sondern eher so richtig pink oder richtig rot oder so wie in dem Fall dieses wunderschöne Weinrot. Und das war auch in der Fairy Box. Ich muss euch wirklich sagen, die haben immer tolle Produkte drin. Seid auf jeden Fall gespannt und schaut beim nächsten Unboxing rein. Die haben wirklich sehr schöne Produkte. In dem Fall ist es auch ein Nagellack aus dem, ja, ich versuche euch mal die Marke rauszufinden. Auf jeden Fall nennt sich die Farbe. Jo, welche Farbe haben wir denn da? Es ist definitiv ein richtig schönes, sattes Weinrot. Das sieht auch auf den Fußnägeln so schön aus. Ich liebe Weinrot auf den Fußnägeln. Es ist Nail Polish. Ich gucke gerade. Ah, die Marke nennt sich Boho Green. Und die Farbbezeichnung ist. Ja, kann ich euch leider nicht genau sagen. Also, ich finde da keine richtige Farbbezeichnung für. Ja, schade, sonst hätte ich euch das gerne gesagt. Auf jeden Fall ist das der Ton. Ja, ist ein richtig schöner, satter Weinrotton und der Deckel hier oben ist aus Holz, also wirklich sehr schön gemacht und der hält mega lange. Hätte ich nie gedacht, dafür ist eine Naturkosmetik ist, dass der so lange hält. Hält richtig, richtig lange auf den Fußnägeln. Deshalb wollte ich euch den gerne im heutigen Video mit unter meinen Favoriten zeigen, meine Lieben. Ja, und dann geht es jetzt auch schon weiter zu meinen Favoriten aus dem Bereich Dekorativkosmetik. Das ist ja immer so ein Thema. Ich benutze ja, was Lidschatten angeht, immer versuche ich immer wirklich fast jeden Tag eine neue Palette zu benutzen oder eine andere Palette zu benutzen. Deshalb ist es für mich immer schwierig, bei den Favoriten zu schauen, welche Palette ich somit am liebsten benutzt habe. Allerdings habe ich letzten Monat schon so ein paar Paletten ein bisschen lieber benutzt. Zum einen eine teure Palette, bevor wir dann mit den günstigen Paletten weitermachen. Und zwar von Anastasia Beverly Hills die Primrose Palette. Ich habe sie mir damals wirklich nur bestellt, weil ich ein riesen Anastasia Beverly Hills Lidschatten-Fan bin. Ich liebe ihre Lidschatten. Ich weiß, viele mögen sie nicht so. Es ist so, was die Pigmentierung angeht, nicht ganz einfach mit denen, aber ich mag ihre Farben auf jeden Fall auch. Und diese Palette war ein bisschen anders als die vorherigen Paletten von ihr, denn sie hat noch Face-Produkte mit drin gehabt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf den Ton Saddle, den mag ich gar nicht. Den Farbton Grapefruit, selbst ich kann den tragen. Ich trage den zwar nicht heute, aber der sieht sehr hell aus dem Pen. Auf dem Gesicht ist er ein bisschen dunkler. Das muss ich schon so sagen. Ich gucke mal, ob ich euch den swatchen kann. Der wirkt auf dem Gesicht auf jeden Fall ein bisschen anders. Und ja, ich mag den sehr gerne. Ich, ja, ihr seht das hier auch. Richtig schöner Pfirsichton. Geht so ein bisschen in die Richtung Mac Melba, würde ich sagen. Auch wenn der hier so hell aussieht. Auf dem Gesicht wirkt der sehr schön. Und ich mag halt einfach auch die Farben da drin. Die Schimmertöne sind der Hammer. Die Farbe Rosewater ist toll. Auf jeden Fall eine sehr hübsche Palette, die ich letzten Monat sehr gerne benutzt habe. Dann mache ich gerne weiter mit den drei sehr günstigen Paletten aus dem letzten Monat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es euch schon hier oft vorgestellt. Wenn ihr noch nicht reingeschaut habt, schaut sehr gerne rein. Ich zeige euch ja auch immer gerne die Produkte von She Glam aus der Beauty-Reihe von denen. Und deren Lidschatten können definitiv einiges und für die kleinen Preise auf jeden Fall. Zum einen gab es ja mal eine ja quasi Edition von denen mit den Sternzeichen. Und diese mag ich mega gern. Das ist die Loving Libra Palette. Das ist die Palette quasi für die Waagen. Und hier könnt ihr die Farben erkennen. Das Pink habe ich noch nicht benutzt, aber ich liebe das Grün da drin. Am unteren Wimpernkranz, ihr wisst ja, ich mag ja momentan sowieso sehr gerne Grün. Und die Farbe sieht so schön aus unterm Auge. Benutze ich total gerne im Moment. Und in den Innercorner nehme ich dann immer dieses hellere Grün. Sehr, sehr gute pigmentierte Paletten. Schaut sehr gerne bei denen vorbei, wenn ihr mögt. Der Link zu Shein-Seite, wisst ihr ja, ist bei mir auch in der Infobox. Und auch da bekommt ihr auf die Beauty-Produkte die 15%, wenn ihr was bei denen bestellen möchtet. Denn ich habe euch im letzten She Glam Video diese Palette vorgestellt und ich finde die für den Alltag so, so toll. Das ist die She Glam Sunday Picnic Palette, genau, Picnic Eyeshadow Spread nennt die sich. Für alle Mädels, die es Nudie mögen, die es Natural mögen, ist diese Palette perfekt. Ihr habt einen richtig schönen, dunklen, satten Braunton drin. Es sind insgesamt
ich würde sagen, 5 Mattetöne drin und 2 Töne sind schimmernd und ein Ton ist glitzernd. Das ist ein richtig schöner Glitzerton, den könnt ihr super für den Inner Corner nehmen. Eine richtig schöne Alltagspalette, mag ich mega gerne im Moment und für das kleine Geld kann man da echt nicht meckern. Kleiner Favorit, wirklich jetzt schon von meinen letzten Einkäufen und ja, auf jeden Fall eine große, große Empfehlung für euch. Genau wie diese Palette und mit der haben wir, glaube ich, auch ein Video geschminkt. Und zwar die Palette vom Action, das ist die Wild Flowers Palette. Ich habe euch schon oft die Produkte von denen auch vorgestellt und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich ein High-End-Liebhaberin bin, ich mag wirklich auch die Natasha-Paletten, das wisst ihr ja von mir. Ich mag aber auch günstige Paletten. Also es kommt natürlich mal darauf an, wie viel man damit arbeiten möchte oder was man damit schminken möchte, aber auch die können was. Genau wie diese Palette ist die Wild Flowers von Max Moore. Eine wirklich super Pigmentierung, schöne Farben für unter 5 Euro, da kann man nicht meckern, ist einfach so eine richtig hübsche Palette mit ja auch knalligen Farben drin. Haben wir auch schon Look mitgeschminkt, schaut gern rein, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, das Video. Und ja, definitiv auch ein großer Favorit aus dem letzten Monat, meine Lieben. Genau wie diese beiden Produkte und davon trage ich auch eins auf dem Gesicht, ich muss mal eben rüberlangen und zwar geht es da auch von She Glam, von dieser Picknick-Reihe, um die quasi Cherry Color Gems, ja. Das sind diese, ich würde sagen, kein Liquid, sondern das sind diese Creme Blushes. Und ich habe heute auch wieder eins von denen auf dem Gesicht. Das ist nämlich, ja, nicht, das ist es nicht, das hatte ich im Video drauf. Das ist das Afternoon Peach und ich finde die Konsistenz richtig abgefahren. Es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Mousse, aber die Pigmentierung ist so gut. Auch auf der Haut funktioniert das so toll. Und ja, ihr wisst das von mir, ich muss mal mit so Creme-Geschichten so ein bisschen aufpassen, weil ich ja schon so leichte ja, Struktur habe und das ist die Farbe Afternoon Peach, ein richtig schöner Peach und das ist einmal der hier. Was ich aber heute auf dem Gesicht trage, ist die Farbe Rose Meadow. Ist ein bisschen, geht so ein bisschen ins, ja, so ein bisschen ins Rosé, so ein bisschen ins Pink. Ja, fand ich richtig toll. So sieht einmal die Farbe aus. Die swatche ich auch noch einmal. Mag ich auch total gerne benutzen. Die ist ein bisschen dunkler als dieser Peach-Ton. Hier seht ihr den einmal. Könnt ihr aber auch schön aufbauen. Ich habe den ziemlich stark ausgeblendet heute. Auf jeden Fall auch eine große Empfehlung im Moment. Auch großer Favorit von mir. Und ja, dürft ihr auf jeden Fall mal gerne ins Video reinschauen. Da habe ich nämlich den einen auch benutzt davon. Dann habe ich euch im letzten Beauty-Haul ein paar Produkte gezeigt, die ich an der Drogerie gekauft habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aktuell zieht nicht sehr viel von der Drogerie bei mir ein. Ich bin so ein bisschen, ich muss ganz ehrlich sagen, nicht überzeugt von den Produkten. Es ist jetzt nicht so, dass ich die nicht mag. Ihr wisst das, ich mag mega gerne auch Drogerieprodukte. Allerdings hat mich da nicht so richtig angesprochen. Ich habe ein paar Produkte noch zum Austesten. Da wird es auch demnächst noch ein Schminkvideo zu geben. Seid auf jeden Fall gespannt, wo ich ja quasi so neue Einzüge ja, im Gesicht ausprobieren möchte. Ein Produkt habe ich allerdings schon ausprobiert und das finde ich richtig gut. Und zwar von der Rival de Loop Bright Look ja, Limited Edition habe ich mir den Blush mitgenommen. Das ist, hat er auch eine Farbbezeichnung? Nee, hat er nicht. Das ist hier dieser Ton. Ich hoffe, ich kriege es jetzt auf. Der so ein bisschen auch ins Peach geht. Ich würde sagen, ganz leicht satiniert ist der. Der ist nicht sehr matt, aber auch nicht also schimmernd oder so. Der geht schon in Richtung matt. Ja, und ist auf jeden Fall eine Farbe. Ich glaube, die kann fast jeder tragen. Ein richtig schöner Peach-Ton. Hier seht ihr den, ne? Ähnelt so ein bisschen auch dem Anastasia-Ton. Hier ist der einmal. Finde ich richtig hübsch. Ja, perfekt jetzt gerade für die Frühlingstage und so ein bisschen frisch ins Gesicht zu zaubern. Den mag ich mega, mega gerne im Moment. Dann, ja, machen wir dann weiter mit der Produktreihe Lippen. Und bei den Lippen muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich echt nicht festgelegt im Moment. Allerdings mag ich momentan eine Kombination sehr, sehr gerne. Und das ist auch eine, ja, eine Reihe von She Glam. Und zwar mag ich ja mega gern von denen die Lippenstifte. Und da, den habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Das ist auch so ein richtiger Favorit von mir. Toasted Almond 205 Velvet Lipstick. Eine Farbe, die kann jeder tragen. Und die könnt ihr mit allem kombinieren. Das ist so ein, ich würde mal sagen, so ein Nude-Ton, der so ein bisschen in Orangene geht. Hier könnt ihr das Ding an der Kamera, wirkt der Rosé. Ich würde eher sagen, der hat so einen leichten bräunlichen Unterton. Richtig toller Lippenstift und womit ich den sehr gerne kombiniere, ist dieses Produkt. Das ist ein auch ein Produkt von She Glam. Das nennt sich Glam 101. Das ist auf der einen Seite, habt ihr einen Nude braunen Lipstick
Und auf der anderen Seite habt ihr dann einen Lip Liner. Und ich finde den Lip Liner total toll. Die Farbbezeichnung war da Deep Caramel. Ihr könnt quasi den Lippenstift und den Lip Liner zusammen benutzen. Aber ich mag mega gern den Lip Liner da drin. Ich habe euch mal darüber geswatcht. Ich gehe einmal über die Lippen. Mit dem Lip Liner darüber tue ich dann on top den Roasted Almond. Und ich mag die Farbkombi total gerne im Moment. Deswegen wollte ich euch das gerne auch hier in diesem Video zeigen. Und dann habe ich ein Schätzchen ausgepackt, was ich schon relativ lange habe. Und das ist echt so, Lippenprodukte kippen mir mit der Zeit. Da möchte ich natürlich auch bei Produkten, die ich sehr gerne mal mochte, denen auch immer mal wieder so ein bisschen Aufmerksamkeit schenken. Wisst ihr ja von mir. Und da habe ich einen Lippenstift von NYX. Das ist der Suede Matte Lipstick in der Farbe Brunch Me. Der geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ihr seht das auch, ein schöner Nude-Tune. Im Moment mag ich gerne Nude-Lippen. Und der ist ein bisschen heller als der Almond, könnt ihr schon erkennen. Geht auch so ein bisschen in die Peachy-Richtung, aber den mag ich auch total gerne im Moment benutzen. Und ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, diese Reihe. Fand ich total süß mit dem Herzchen drauf. Definitiv auch ein großer Favorit aus den letzten Wochen, meine Lieben. Dann würde ich euch gerne noch als letztes ein paar Tools zeigen, ein paar Beauty-Tools zeigen. Und dann haben wir auch schon alle meine Favoriten. Und zwar ein tolles Pinselset, was ich ergattert habe von dem lieben Maxim mit Kooperation mit der lieben Letizia Lemark. Dieses wunderschöne, ja, quasi Pinselset ist jetzt frisch gewaschen, deswegen sehen die noch ein bisschen bedröppelt aus. Ist frisch gewaschenes Set. Ja, da kommt ihr, glaube ich, aktuell leider nicht dran. Auch auf jeden Fall ist es trotzdem ein sehr großer Favorit von mir vom letzten Monat. Ich finde die richtig toll. Ich mag vor allen Dingen super gerne den Blenderpinsel. Den Smudger hier mag ich sehr gerne und auch den. Mit dem trage ich super gerne Blush auf. Ich finde, damit kann man das so richtig schön präzise auftragen und auch schön verblenden. Das kann man auch für andere Dinge nutzen, aber ja, ich trage es auf jeden Fall für Blush gerade. Wollte ich euch auf jeden Fall auch noch mal hier im Video gezeigt haben. Bin ich total zufrieden mit. War nicht ganz günstig, aber auf jeden Fall ihr Geld wert. Ja, ihr seht das ja, ich habe ja einige Pinsel, aber ja, bei guten Pinseln oder bei wirklich Pinseln, die ihren Job gut tun, da kann ich einfach nicht Nein sagen. Deshalb durften die letzten Monat einziehen und ich bin auf jeden Fall von denen auch sehr begeistert, meine Lieben. Ja, das waren sie auch schon. Meine Monatsfavoriten aus dem letzten Monat. Schreibt mir mal bitte gerne unten in die Kommentare, ob vielleicht auch eins oder das andere Produkt davon auch euer Favorit ist, was eure Favoriten aus den letzten Wochen waren. Schreibt mir das gerne mal unten rein, das lese ich mir immer sehr gern durch. Ansonsten, wie gesagt, wünsche ich euch einen wunderschönen Muttertag mit euren Lieben und hoffe, dass wir uns gesund und munter im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, macht's gut!